Sabine macht einen Vortrag über Bücher. Sie stellt uns 13 Bücher vor, 10 steht im Manuskript, aber 13 stellt sie uns vor, die wir gelesen haben sollten. Wie ist denn gekommen, dass du den Thomas kennengelernt hast und hier jetzt einen Vortrag über Bücher hältst? Also genau genommen, Marvel's Entertaining Great Ones come as a gift to the readers who are lucky enough to find them, hat Stephen King gesagt und sehr schön formuliert. Denn diesen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen einfach schönen Büchern, die einen gut unterhalten haben, und solchen, die einen auch nachhaltig beeinflussen, beeindrucken und bereichern, der ist bestimmt auch anderen Bücherfreunden bekannt. Heute Abend möchte ich Bücher beider Kategorien vorstellen, damit es nicht nur einfach eine Auflistung von 10 oder 15 Büchern ist und weil ich einfach aufgrund meines eigenen Bücherkonsums oft nach Büchertipps gefragt werde und auch viele Bücher verschenke, habe ich ein gutes Dutzend Bücher ausgesucht und erstmal mit dem jeweiligen Leser gemeinsam fotografiert. Schließlich kann ich einen 20 Sekunden schlechten abschließende Buchbeschreibung abgeben. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht sagt manchmal auch der Leser, derjenige, der sich dafür begeistert hat, viel mehr über ein Buch aus als eine ellenlange Buchbeschreibung. Und los geht's jetzt gleich mit meinem Bruder Rishi. Dem habe ich viele Jahre vergeblich Bücher geschenkt, der hat sie nämlich alle nicht gelesen. Und das Buch von Walter Mörs ist mir dann endlich ein Volltreffer gelungen. Diese schon ziemlich skurrilen, aber immer witzigen und spannenden Geschichten aus Saronien, die kann man vermutlich nur lieben oder völlig bescheuert finden. Mein Bruder jedenfalls liest seither ein Buch nach dem anderen. Und das ist schon meine Tochter Lisa. Die liest eher selten, aber der Nick Hornby, der hat sie von Anfang an begeistert. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sich kaum ein anderer in Menschen hineinfühlen und sie beschreiben kann. Und auch wenn das wohl sein bekanntester Roman ist, kommt dieses große Talent noch viel stärker bei Slam oder bei How to be Good zur Geltung. Und das ist die Susan, der habe ich diesen Sommer und die sie weinte empfohlen. Jalom erzählt darin, wie es hätte sein können, wenn sich Friedrich Nietzsche zu Josef Breuer in Behandlung gegeben hätte. Und das auf eine für das eigene Denken so anregende Art und Weise, dass wir beide längst auch den nächsten Band, die Schopenhauer-Kur, gelesen haben. Das ist mein Vater. Wir haben uns beide gleichzeitig zu Weihnachten der Bader-Meinhof-Komplex gewünscht und dann auch gleichzeitig gelesen. Er mit dem besonderen Hintergrund, dass er als Vollzugsbeamter unter anderem auch in Stammheim gearbeitet hat. Aber auch für Angehörige anderer Berufsgruppen ist das ein mehr als lesenswertes Buch. Schauen wir mal. Ah, der Andi. Dem habe ich vor einigen Jahren seinen ersten John Irving geschenkt. Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Irving ist unserer Ansicht nach der Meister der Längen. Und das demonstriert er noch viel eindrucksvoller in seinem Meisterwerk Owen Meany, wo man erst auf der drittletzten Seite dafür aber dann fulminant erfährt, warum man vorher eigentlich diesen ganzen Quatsch über abgehackte Hände und Basketballtraining gelesen hat. Das ist mein Bruder Stefan, der liest überhaupt nicht und trotzdem habe ich ihm ein Buch geschenkt. Und er hat es gelesen, ein Jahr lang auf dem Klo. Fußball Unser hat nämlich nicht nur einen tollen Titel und einen schönen Einband, sondern steckt tatsächlich auch voller interessanter Informationen. Und das ist mein Sohn Robin, der hat schon immer gern gelesen und teilt meine Vorliebe für die Welt von Terry Pratchett. Meinen ersten Scheibenweltroman habe ich erst letzte Weihnachten geschenkt bekommen und seither 7 weitere gelesen und Robin auch, weil man nämlich davon gar nicht mehr genug bekommen kann, wenn man erstmal angefangen hat, so wortwitzig und fantasievoll sind diese Geschichten. Und nachdem ich das Evangelium nach Pilatus fertig gelesen hatte, war sofort klar, dass ich das meiner Mutter schenken muss, weil diese mutige, aber nie respektlose Schilderung, wie Jesus und Pilatus auch gewesen sein könnten, sie sicherlich begeistern würde. Und so war es dann auch. Diese wunderschöne Narnia-Gesamtausgabe haben mein Sohn Lars und ich irgendwann vor einigen Jahren entdeckt. Narnia ist meiner Ansicht nach das schönste und größte Märchen überhaupt. Und wenn man nicht nur Filme schaut, sondern auch Bücher liest, erfährt man vieles, was die Filme einem nicht verraten, zum Beispiel, warum man durch die Tür überhaupt nach Narnia gelangen kann. Normalerweise lese ich im Übrigen keine geliehenen Bücher, weil die kann ich nachher nicht in mein Regal stellen. Tanja hat mir allerdings gut gegen Nordwind förmlich aufgezwängt. Ich habe es dann gelesen, Gott sei Dank, weil Daniel Glattauer damit wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte gelungen ist. Und der Nachfolger, Alle 7 Wellen, der steht auch in meinem Regal. Das ist mein Ex-Mann Christoph, der hat mich vor schätzungsweise 10 Jahren gefragt, nach dem Buch, mit dem er mal so mit dem Lesen anfangen könnte. Und hat sich dann unter allen Vorschlägen ausgerechnet den 1170 Seitenwälzer, die Säulen der Erde, ausgesucht. Hat ihm dann
tatsächlich in 2 Tagen fertig gelesen und sich so ruckzuck vom Nichtleser zum Bücherfreund entwickelt. Und das ist meine Kollegin Diana, der habe ich letztes Jahr irgendwann, komm, ich erzähle ihr eine Geschichte ausgeliehen und dann wollte sie es nicht mehr wieder hergeben, weil sie so begeistert war von diesen wunderschönen Geschichten, die Bukay hier nicht nur zusammengetragen, sondern auch in eine wirklich schöne, stimmige Gesamthandlung eingebettet hat. Und jetzt geht's weiter mit dem Max. Dem habe ich zum 5. Geburtstag einen Willi Wiebach-Sammelband geschenkt. Willi Wiebach, das sind so wunderschöne Geschichten, nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Vorlesen, dass ich selbst 10 Jahre, nachdem ich sie meinen Kindern vorgelesen habe, immer noch die ersten Seiten von Gute Nacht, Willi Wiebach auswendig kenne. So, es gibt noch viele schöne Bücher, die ich irgendwann weiter verschenken will, für die ich noch nicht den passenden Beschenkten gefunden habe. Habe Kalte Links, ich bin dann mal weg beispielsweise, da habe ich aber schon eine Idee. Oder Beute von Michael Crichton, das ich so spannend fand, dass ich es innerhalb von einem Tag komplett in einem Zug durchgelesen habe. Und ich bin auch sehr froh, dass ich selber jedes Jahr einen ganzen Stapel Bücher geschenkt bekomme, sonst hätte ich möglicherweise nie Der Herr der Ringe gelesen oder ich hätte vielleicht auch niemals Erik Emanuel Schmidt für mich entdeckt, wenn der Thomas mir nicht die Schule der Egoisten geschenkt hätte. Und ohne die Fußballmatrix wären meine Fußballtipps sicherlich auch ein bisschen schlechter. So, zu schnell geredet. Ich hätte möglicherweise nach Captain Blaue, der schon ein bisschen mühselig ist, keinen weiteren Mörs-Roman mehr gelesen, wenn die Bärbel mir nicht die Stadt der träumenden Bücher geschenkt hätte. Und wenn mein damals 8-jähriger Robin mir nicht andauernd gesagt hätte, ich soll seine Harry Potter lesen, dann wäre mir wirklich was entgangen. Bücher lesen, verschenken, empfehlen, weitergeben ist eine schöne Sache, auch wenn es nicht jedes Mal ein Volltreffer ist, weil manchmal gelingt es ja schließlich doch, dass so ein Buch Spuren hinterlässt oder eben Good Novels Entertain and Great Ones Come as a Gift to the Readers who are lucky enough to find them. Das war's. Danke.